So, für uns geht's jetzt weiter. So, was ist denn da vorne jetzt? Versuche Amats. Du sollst nach Gelegenheiten suchen. Wo ist Tunane? Er schuldet mir Geld. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Frag den Buchwart. Um die Bibliothek herum wurden Wachen aufgestellt. Ah, was geht dir derzeit noch vor? Okay, warte mal ganz kurz bei den Nachforschungen. Was haben wir hier? Amats Werkstatt. Durchsuche Amats Werkstatt. Hinweise nicht gefunden. Könnten etwas zu seinem Verbleiben erfahren. Finde den Buchwart. Okay, ja, wir bleiben erstmal hier. Das ist entweder Codex. Basim, hey! Neunfinger, hier drüben! Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. All diese Werkzeuge und Bücher, das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? Ja, ich will eigentlich nur das schnell haben. Sorry. So, warte mal, Details. Die wissenschaftliche Methode. Die Abbasidenzeit war von wichtigen Errungenschaften gekennzeichnet, welche die wissenschaftliche Arbeit nachhaltig beeinflusst haben. Zu dem wichtigsten zählt das Aufkommen dessen, was wir heute als wissenschaftliche Methode bezeichnen. Die Überprüfung der Daten und der Ergebnisse anderer Forscher, seien es zeitgenössische, intellektuelle oder historische Persönlichkeiten wie Ptolemäus, keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht, Werkzeuge wie dieser Mörser oder dieser Alembik waren für diese Zeit unerlässlich. Die Gelehrten jener Zeit wetteiferten um die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Kalifen. Daher mussten sie neue Wege finden, um Wissen zu sammeln und ihre Entdeckungen zu untermauern. Dies fachte ihren Durst nach übersetzten wissenschaftlichen Arbeiten aus der Antiken oder aus fremden Ländern an. Sie überprüften dann die Berechnungen oder die mathematischen Beweise. Dieser berühmten Gelehrten und verbesserten sie, falls möglich, oder widerlegten sie auch gelegentlich, um sich selbst einen Namen zu machen. Die Gelehrten im Haus der Weisheit arbeiteten fieberhaft daran, die Arbeiten ihrer Vorgänger oder Rivalen zu überprüfen und zu kommentieren. Sie bauten Experimente nach und versuchten, die Methode oder die Berechnungen zu verbessern. Wenn ihre Ergebnisse von denen ihrer Vorgänger abwichen, versuchten sie, dies zu erklären, was ihre Nachforschung noch intensivierte. Zu den besten Beispielen für die Anwendung der wissenschaftlichen Methode und dessen, was heute als Peer Review bekannt ist, zählen die Versuche von einer Gruppe von Mathematikern um den großen Alchwarismi, den Umfang der Erde durch die Reproduktion von Experimenten aus der griechischen Antike zu bestimmen, sowie die späteren Verbesserungen dieses Versuchs und seiner Ergebnisse durch Al-Biruni. So, was haben wir hier? Bildquelle links, 12-seitiger Bronzemörser mit Tierbekrönung. Bekrönung und Panellen mit Pflanzenmotiven. Ah, das ist der jetzt. Und rechts Gefäß mit konischer, kugelförmiger Chemiegefäß.
So, warte, ich kann nicht das ausblenden. So sieht das Ganze aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Untersuchen. Ahmad signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. Ich hoffe, hier drinnen kommt keiner. Da ist auch noch was. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Kann ich das hier bewegen? Ja. So, komme ich da jetzt durch? Ja. Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? Okay, ist sonst noch irgendwas hier, ne? Okay, sonst ist hier nichts. Aber cooles Versteck eigentlich, ne? Ein weiterer Gedichtband von Arib. Tabit wäre begeistert. So, warte, wir holen uns das jetzt noch. Und dann holen wir uns da den letzten und dritten. Wer weiß. Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Sprich mit den Gehilfen. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Ja. Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Okay, ich folge dir. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt, nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. Nun eile dich, es ist nicht mehr weit. Wachen! Hilfe! Ich werde angegriffen! Eine Lüge! Au! Arsch! Wow, wie einfallsreich! Ich weiß jetzt nicht, ob die noch hinter mir her sind. Also ja, sind sie noch, aber... Okay, ich glaube, wenn ich mich hier verstecke, sehen wir dich nicht. Okay, sie suchen mich noch. Bitte, die Angreifer. Kriege ich die aus dem Hinterhalt? Irgendwie? So. Das mit dem Schwert kämpfen, ich weiß nicht, das ist noch irgendwie ein bisschen komisch für mich.
Aber an und für sich stehen die so schon mal ziemlich gut. Das heißt, er hat mich jetzt in den Hinterhalt gelockt, ne? So. Ich habe ein Blasrohr. Okay, warte. Ich nehme vielleicht doch zuerst. Ach so, das geht nicht. Nehmen wir den. Ich sehe halt nichts. Okay, die sind jetzt vergiftet. Was ist denn los? Ganz langsam. Bist du krank? Okay, warte. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt schauen. So. Bitte, tu mir nichts. Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr, ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamid. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne dir gleich eine Karte. Die Karte sollte mir den Weg weisen. Ja, aber wir haben hier noch was zu tun. Sorry. Ja. Den will ich noch mitnehmen. Hoppla. Nein. Oh, was war jetzt das Neue? Nee. Datenbank. Ach nö. Ach nö. Schade. So. Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe irgendwo. Ja, aber ich will hier mal... Eine unvollständige Liste der Bücher, die verbrannt wurden oder verschwunden sind. Darunter ein altes Manuskript in unbekannter Sprache. Fehlende Bücher. Bitte finde die folgenden Bücher und bringe sie mir so bald wie möglich in den südwestlichen Flügel zurück. Buch der Erfindungen, Kalila und Dimna, Buch der Toten. Du musst außerdem
das antike Manuskript zurückbringen, das in einer unbekannten Sprache verfasst ist. Okay. Da ist wieder eine Wache. Ah, die sind drinnen. Okay. Komme ich da hoch? Da oben ist eine Wache. Aber nicht hier. Okay. Ich weiß nicht, ob der jetzt da... Okay, ich sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Er geht zurück, okay. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Blasrohre habe ich nichts mehr. Mein Wurfmesser. Okay, aber ob das jetzt so klug war, weiß ich nicht. Wo ist denn der? Oh shit. Okay, ich glaube, der ist Dodic. Ah, hier drüben. Wurfmesser habe ich jetzt keine mehr. Ich weiß nicht, ob mich der jetzt sieht. Nicht mehr hier. Ich weiß auch nicht, der Buchwart könnte sich im südwestlichen Flügel befinden. Hier bist du nicht, aber ich finde dich. Okay, der unten trägt ein Horn. Komme ich da hoch? Tatsächlich. So leise, dass du nicht entdeckt wirst. So.
komme ich nicht rein. Ist hier irgendwo noch irgendwas? Ein Wurfmesser, ja. Oh. Ein Moment. Hey. Finde Frieden, Krieger. Hier ist aber niemand mehr, oder? Okay, südwestlicher. Was haben wir hier? Abgemessene Bibliotheksverhalten. Angemessenes Bibliotheksverhalten. Verhalte dich in der Bibliothek leise, bringe die Bücher an ihren Platz zurück, nimm keine Werke ohne Erlaubnis. Okay, ich habe jetzt wieder meine Wurfmesser. Sollte ich eventuell zuerst unten clearen? Was haben wir hier? Achso, selbe. Nee, angemessene Bibliotheksverhalten. Verhalte dich in der Bibliothek leise. Nimm keine Werke ohne Erlaubnis. Hier kommen wir aber nirgends durch, ne? Nee. So. Zuerst mal müsste ich den Schild, den Dingsträger eliminieren, ne? Der Hornträger. Und der wird der Schwierigste. Okay, der läuft hier nämlich seinen... Okay. Jetzt müssen wir warten, bis er weg ist. Dass wir dann genug Zeit haben, eventuell wieder zum Hochkommen. Das geht sich nicht aus, ne? Ich probier's. Schnell hoch, 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 hoch. Moment. Okay. Dann haben wir die mal. Ist da irgendwas? Wer war das? Warte, ich will es zuerst clear haben hier. Auch nicht.
wollte das Ziel des Weisen lesen, aber es ist dem Feuer zum Opfer gefallen. Wer hat all diese seltenen und strittigen Bücher verbrannt? Doch sicher nicht der Kalif. Woher? Okay, wir müssen, glaube ich, hoch, ne? Okay. Ja, unten ist eigentlich alles clear. Wir lesen hier jetzt mal. Geschätzter Mentor. Mein Meister, ich weiß, dass du skeptisch gegenüber den neuen Ziffern bist, doch ich flehe dich an, es dir zu überlegen. Al-Chwarizmi hat sie verbessert und selbst Gelehrte aus fernen Ländern im Haus der Weisheit sind beeindruckt. Einige luden mich ein, mit ihnen nach Kurtuba zurückzukehren, um sich dort vorzustellen. Ich weiß, dass du und ich in einigen Jahren lachen und uns fragen werden, wie wir je ohne sie auskamen. Okay, wir müssen hoch auf jeden Fall, glaube ich. So, wie komme ich denn am besten noch ein Stockwerk höher? Da komme ich nicht durch. Da unten sind aber auch noch. Fall nicht runter. Jetzt hoch? Nee, er ist schon gestorben. Der macht gar nichts. Und er steht da hinten. Wenn ich den jetzt eliminiere, da hinten, da ist, glaube ich, kein Gegner, aber dann ich probiere es. Ist der Buchwart. Ja, warte mal. Oh, das wollte ich nicht. So, kommt der jetzt daher oder was? Nee, ne? Das heißt, ich könnte die jetzt schnell hier plündern. Hier ist er. Was haben wir hier? Untersuchen. Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ich frage mich... Ja, was fragst du dich? Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Aber das wird höchstwahrscheinlich hier noch nicht alles sein. Hier geht's hier hoch auch noch.
Und ich frage mich, wie ich hochkomme. Die ist von der anderen Seite verriegelt. Okay.